So, das sieht nicht besonders gut aus. Sieht auch nicht besonders gut aus. Try again. Das sieht auch nicht besonders gut aus. Aber. Was müssen Wir wir haben spielen? Partisan mit Goblin Assault. Haben wir nicht schon gewonnen? Wenn wir Länder dafür kriegen. Und jemand, der uns Zeit kauft. Naja, ich meine, Mountain und. Das könnte gut ausgehen. Boris Garrison würde ich nehmen. Ist das Boros Mirror? Scheint ein sehr schwerer Spell zu sein. Schon mal eine gute Karte. Also, das Late Game haben wir gesichert. Ja. Gegen Boros kann man auch easy Late Game. Alright. Jetzt haben wir 2 Züge Zeit, wieder ein Land zu finden, um dann die 5 drauf zu spielen. Das macht die Garnison so gut. Gibt schlechtere Karten. Wie gut ist Goblin Assault gegen so ein 2-2 Indestruct will man. Wir können ihn provoken. Ich meine, wenn wir bis zum Engel kommen. Könnte es ganz gut aussehen. Gegen Boros ist die Karte auf jeden Fall nicht so schlecht. Da sollten ein paar, vielleicht ein toughes Kreaturen da sein. Den nehmen wir. Ja, wenn wir jetzt hier das Crackhorn an Start bringen. Ja, erstmal 4-1 angelegt. Naja, vielleicht nicht. Vielleicht wird ja nicht geblockt. Ja, wir können auch Convoke benutzen, damit wir den Goblin für eine Runde behalten. Ja. Ist natürlich eine unfaire Tag. Special Free Blocks für Toffel. Naja, ich meine, selbst wenn er stirbt, unser 3-4er macht nicht so viel gegen den 1-7er. Und wenn dafür Removal alle wegfallen, die. Den Engel irgendwie nahe kommen können. Hallo! So, wir werden nicht warten, bis wir 8 Mana haben. Ey! Wir können unsere Goblins unzerstörbar Ja. machen, das ist voll gut! So behalten wir ganz viele Goblins, die dann von 1-7ern und Indestructible 2-2 angelockt werden. Blocken wir jetzt den 2-2 Unzerstörbaren? Wenn er angreift, 5 Schaden ist schon viel. Vielleicht Wir gibt es selber haben irgendwie Fight with so Fire. Destroy-Blocker. Rundown. Puh. Smite. Ja, irgendwas. Ich glaube, wir Der können uns. Engel, ja, also wir können den Engel nicht draufgehen lassen. Also, wenn wir nächste Runde so viel weißes Mana offen haben. Unser Gegner will schon nicht angreifen. Dieses Crackhorn Indestructible ist auch nicht schlecht. Kann jede Runde eine Kreatur mitnehmen. Ja, Land. Ich bin jetzt. Aber wir müssen wir den. Wir müssen wahrscheinlich den spielen, ne? Ja. Das heißt, der wird aber noch am Leben sein, aber das ist okay. Der wird ja auch nicht größer. Also er stirbt ja auch nächste Runde noch an dem Crackhorn. Mit Indestructible vielleicht. Geht der Engel mit rein und dann haben wir eine 4-Turn-Clock. Der Goblin wird Indestructible gemacht. Ja, der Engel. Im Notfall, wenn dieser Tajik angreift, dann blocken wir ihn halt. Ist jetzt nicht so schlimm, dass ein Epoche Sight stirbt, das erste Mal. Ich weiß gar nicht, ob wir den sterben lassen würden. Nicht? Nein, der braucht 3 Züge. Ich Aber mein. es gibt schon Karten, die auch getappte Kreaturen kaputt machen. Ja, klar. Aber. Na, wahrscheinlich sterben wir nicht in 3 Zügen. Unsere Goblins blocken halt leider auch nicht besonders gut. Wir müssen. Deswegen hätten wir das Solemn Offering Mana nehmen müssen. Dass wir einen Upkeep einen Token kriegen. Main Phase das Ding kaputt machen, dann muss der Token nicht angreifen. Zack. Ja. Können wir blocken. Oh, Engel Vielleicht macht noch schon was. Schock Schock auf was? auf den Blocker, weil der
Tajik ist schon 7-7, wenn die anderen beiden mit reingehen, oder? Ja, also ich denke mal, wir beschützen den schon. Soll halt der Engel. Wir haben jetzt nicht den großen Luxus, dass wir den Engel für immer beschützen können. Sieht wirklich wie Schock aus, oder? Okay, wir haben den Engel nicht beschützt. Der Engel hat nicht. Es sind tragische Sachen passiert. Das gute F6-Play. Kriegen wir 11? 11 ist schon viel, ne? Oh, 3-3 Vigil. Aber der wird doch jetzt mitgenommen. Der Monk. Wie denn? Mit dem Crackhorn. Dude. Das habe ich dir schon vorher erklärt. Ach, oh Gott. Ja, aber meinst du, der Gegner weiß das? Glaubst du, der Gegner kommt drauf? Weiß nicht, bei Magic Online wird ja alles so schön einzeln gemacht, dass man es vielleicht sieht. Aber dann blockt er nicht. Okay, aber nur der Engel als Blocker ist auch nicht so schön. So ein 1-1 wäre noch voll gut. Aber jetzt können wir noch Elemente legen, zwei Planes offen lassen mit den Goblins rein und erstmal warten, oder? Ja. Muss wohl. Er kann auch nicht viel angreifen, ne? Also. Ja. Steht bei Provoke Main, May drauf, ja, ne? Ja. Das heißt, wenn wir den Monk angegriffen hätten und er darauf reagiert hätte mit Prevent Damage, wir hätten ihn nicht enttappen müssen, ne? Ja. Aber wir wollen jetzt auch gerade nicht so viel angreifen. Der Engel wird schon noch eine 4-Turn-Clock sein, nachdem wir drei Kreaturen auf dem Board haben, die irgendwie blocken und indestructible werden können. Ja. Wir müssen nur aufpassen, weil unser Epochside kommt in zwei Zügen wieder, ja. Das ist schon okay. Knight Errant. Ich mag 7. Edition. Die Bilder. Dass sie alle irgendwie andere Bilder bekommen haben. Sieht aus wie so eine Buchillustration. Also sieht nicht wie Magic aus, finde ich. Ja. Das hier sieht wie Magic aus. So. Also ich bin auf jeden Fall das Crackhorn. Wir können den Giant nicht legen wegen 6 Mana. Ja, ist halt die Frage. Tauschen wir irgendwas ab? Wahrscheinlich nicht. Wir können ja nur den Knight Errant abtauschen. Ja, ja. Es sei denn natürlich, er kriegt es nicht mit, dem Monk. Nee, ist schon okay. Die Monk. Right again. Goblins holt es nur dafür da, dem Gegner mehr Zeit zu kommen. Von der Clock. Ja. Das ist ganz wichtig. Kann man irgendwie dafür sorgen, dass die Chaos Drafts länger bleiben? Also bestimmte Hacker-Skills könnten vielleicht irgendwas machen. Ja, passiert was? 4-4, das ist... Oh, der ist... Ah, 4-4 ist leider zu groß. Weil noch einer verhindert werden kann? Ja. Aber wir fangen doch jetzt an, ein Land zu ziehen, Giant zu legen und mit dem Engel ins Gesicht zu gehen. Ja. Ich meine, wenn nicht, essen wir den Knight Errant?
Mit dem. Ja, mit Indestructible geht auch. Gucken, was wir nachziehen. Wir können auch den 4-4er tappen für den Giant. Stimmt. Wow. Ja, ist eigentlich ganz gut, der 3-Drop. Weil wir dann immer noch 4 Weiße offen haben. Ja. Für jetzt und nächsten Turn die und der kann, also töten wir dann den da? Ja. Dann haben wir 2 Weiße offen. Ist auch fair, ne? Genau. Der Engel? Ich glaube, der bleibt ja noch da. Wir müssen ja noch blocken können. Wir haben ja noch 3 Blocker. Ja, aber Weiß nicht. Die bedrohen halt nicht so die Kreaturen. So, 4-4 ist halt auch nicht so gut gegen. Du kannst natürlich auch jetzt versuchen, einmal den Monk mitzunehmen. Weil wenn der weg ist, dann ist es schon ein bisschen besser. So hart gegambelt. Aber nächsten Turn mit dem Sniper. Ich glaube, wir nehmen lieber. Wir nehmen lieber den da. Den Safe Play. Ist auch ein bisschen fishy, darauf zu hoffen, dass der Gegner es nicht hinbekommt. Na, fishy nicht, aber ist halt schwierig so. Der Gegner wirkt vom Deck und spielt hier nicht so, als ob er gar keine Ahnung hat. Ach ja, 3 Kreaturen, die Vanilla sind auf dem Board. 4 Mana, 1 Siemer. Das ist schon eine Ansage. Weiß nicht, wir spielen 4 Mana, 3, 3. Ist nicht so weit weg davon. So, dann gibt's den Sniper. Sniper, Sniper. Haben wir noch mehr Mehlvölker? Das heißt, wir können nächsten Turn die Nomade mitnehmen? Ja. Kostet halt leider immer ein paar Kreaturen und Mana, aber hey. Kostet Kreaturen? Na, also wie die getappt werden, die dann nicht mehr blocken können. Ach so, wir müssen ja 2 Kreaturen tappen. Gut, aber wenn wir 2 Kreaturen tappen, um einen 4-4 Angreifer mitzunehmen. Ja, es kann halt immer so Sachen passieren. Unser Gegner hat ja noch Karten. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Leben. Kommt irgendwie mal deine Lieblingskarte hier vorbeigerauscht? Okay. Hatte im letzten Deck diese für 4 Mana nur im Angreifer-Deklarations-Step zu spielen. All deine Kreaturen kriegen plus X plus 0, wobei X die angreifenden Kreaturen sind und du musst ja am Ende des Kampfes opfern. Das war auch 4-1-1 angegriffen, die dann alle zu 5-1 wurden und den Gegner platt gemacht haben. Ja. Kommt aus dem Nichts, aber muss natürlich vorm Blocken gespielt werden, was ein bisschen problematisch sein kann. Unser Gegner hat jetzt umequipped. Ich glaube, der weiß, wie Provoke funktionieren. Na gut, aber dann rauschen wir einfach mit diesem Engel mal rein, oder? Ja. Warum nicht? Wir können ja auch nichts töten. Ich würde den Goblin noch mit ins Einlauf schicken. Sehr gut. Ich hab da mal was vorbereitet. Goblin ist wohl beste Karte. Jede Runde muss der Gegner blocken. Also wenn wir sowas wie einen Blood Artist hätten oder so, ne? Ja. Dann wäre schon geil. Der kostet leider doppelweiß. Aber naja. Das haben wir immer noch für den Sniper und einmal den Engel. Ich glaube, jetzt ist der Moment auch, in dem ich immer 2 Weiße für den Engel offen lasse, weil naja, also, das sieht jetzt nicht mehr so gefährlich aus, was er machen kann. Na, ich meine, wenn die jetzt angreifen, man verliert schon eine Kreatur erstmal. Hui, hui. Ein 11-11er. Das ist zum Glück nicht besonders. Der kann beliebig viele Kreaturen blocken oder so, war das nicht so? Nö, der wird nur wieder reingeschaffelt. Ah, ja. Ist nicht besonders gefährlich. Der wird auch relativ schnell klein. Ja. Jeden Zug mindestens 4 weniger. Ja. Ja, unser Engel leistet schon Arbeit hier. Ist schon fast letal, oder? Wir provoken den Monk. Der tappt sich. Dann gibt's 4 Blocker. Naja, fast letal ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Obwohl, wir können noch den spielen.
heißt, wir machen wir haben 8 9 Angreifer. Schaden, oder was? Nee, wir machen 11 Schaden. Ja, aber der Monk wird sich nicht tappen, wenn er provoked wird. Wenn du dich austappst. Ja, ne. Leider nicht. Spellworm. Spellworm ist gar nicht so schlecht. Macht den Monk kaputt. Jetzt haben wir doch Lethal oder was? Halt, also, stopp. Also. Wir spielen Spellbomb. Ja. Wir tappen. Die Spellbomb für den Giant. Können auf den schießen. Können auf den schießen. Dann der prevented einen. Ja? Ja, hat er 12, so. Hat er 7 mit dem Engel. Schon mal. Genau. So, und dann werden der und der geblockt. Der machen wir 5. Wieder auf 2. Der Avatar stirbt. Achso, und die. Achso, die Bombe können wir nicht mehr. Die machen. Bombe wird ja auf den Monk geschossen. Ja, okay. Hast du den Monk schon abgeschossen bei dem ganzen? Ja, ne? Ja. Okay. Es wird der 4-4er, der 5-4er, der 4-4er und der 4-4er geblockt. Dann kriegt der 10, ja. Das heißt, die drei kommen durch. Das sind 10 Schaden und einer wird prevented. Okay. Also. Wir schießen aber trotzdem den Typen ab, oder? Den Monk? Ja. Ich glaube, ich würde jetzt einfach nur die Spellbomb legen und mit dem Engel angreifen. Nur Spellbomb. Warum schießen wir den nicht an? Weil es jetzt nicht wichtig ist. In diesem Moment. Okay, aber dann brauchen wir sie auch nicht legen. Meinst du nicht? Warum ist es wichtig, dass sie jetzt in dem Moment gelegt wird? Damit wir nächste Runde den Giant legen können und Engel offen lassen? Hm. Eigentlich nicht mit so. Mit dem Mountain? Hm. Wir können jetzt auch überlegen, den Goblin zu beschützen. Nee. Nicht wichtig genug. Wenn wir gerade close vor Win waren, meinst du nicht, dass ein Angreifer mehr? Ja, aber also dann kommt Zorn Gottes? Weiß nicht, dann enttappen wir, können wir nicht zwei Kreaturen beschützen oder so. Okay. Okay. So, jetzt kennen wir alles, ne? Das heißt, wir schießen End of Turn den Monk ab. Dann hat unser Gegner 5 Kreaturen. Kriegt auf jeden Fall genug Schaden. Ja. Sehe ich richtig, ne? Der kommt durch. Ja. Der Gegner geht auf 2. Wir dann haben 6 Angreifer. Also 6 Power 2 Angreifer, ja. Avatar. So ein 4-1er, der den ganzen Avatar mitnehmen kann. Der hat nicht Flying, ne? Der kriegt nur Flying, wenn er spielt oder okay. Kann. Der fliegt auch nicht, der hat nicht Lifelink. Okay. Akzeptiert. Alright. So. Ich habe schon Bock auf das hier. Da finden wir schon irgendwas. Was hat er gehabt? Equipments. Kann man auf eine andere Kreatur von ihm übertragen? Der Healer halt. Der ja. Healer kann mal unsere Sachen healen. Na, Solemn Offering muss auf jeden Fall auch rein. Die beiden. Journey und Equipment haben wir gesehen bis jetzt. Ich glaube, Golden Soul, die finde ich nicht so. Hallo? Und dann nehmen wir noch das hier oder was? Die Mystify ginge auch anstelle von
von dem Solemn Offering, weil als Instant ein Journey kaputt zu machen, ist schon... Ja, aber vielleicht gibt es ja noch Artefakte. Noch ich will lieber mehr Targets haben. Was mit dem Partisan? Rausnehmen? Ja. Ja, fähig wäre. Na, oder der Lagak. Also 3-3. Ah, der ist halt auf 4. Es gibt, wir haben schon so viele auf 5. Schon okay. Die Mistify of Journey als Instant mit Blocker. Stringkonst ist out of date. Da, jetzt können wir das Ding discarden. Aber nicht als Madness bezahlen. Einfach noch ein Land ziehen. Ja. Oh, wir haben sogar 3 rote. Und wir haben auch noch keinen 3-Drop, sodass die Garvision irgendwie uns nicht daran hindert, irgendwas anderes zu machen. Es ist wirklich alles perfekt. Ja, besser geht's nicht. Da, dein Equipment, das du woanders hin equipment hast. Du lachst. Aber nur auf eine Kreatur, die er kontrolliert. Du lachst und machst Späße. Der gute eine 4-Drop in dem Deck. Dafür ist er da. Genau. Dafür haben wir noch reingetan, oder? Dass wir einen Turn 4 spielen können. Dass wir eine Turn 4 Kreatur haben. Okay. Ja. Sonst hätte ich dich vielleicht falsch verstanden. Unser Gegner spielt den Kontrollmodus. Es kommt gleich ein 2-5er, der fliegen kriegt, wenn er ein Spirit spielt. Also die Kreaturen unseres Gegners waren schon sehr mäßig, ne? Kann man so sagen. Aber sehr Wandeler, ja. Ich glaube, der empfängt sich gleich irgendwie ein Lightning Bolt oder so. Also wenn der sich ein Lightning Bolt fängt, haben wir auch alles richtig. Ja, ja. Ob die Eruption irgendwann unseren eigenen 1-1er tötet? Maybe, ne? Tja, so 3 Runden ist so unendlich lange. Aber er ist dann 4-4 Haste. Ja, das ist korrekt. Oh, wie gut diese Garrison ist. Holy. Einfach freie Karte, mehr Mana. Und jetzt der gejourneyed. Ey, das wäre gut, wenn wir dann das Offering ziehen, ist der 4-4. Ja. Oh, okay. Der war zu stark. Immer erst die Mana am Pool ziehen und dann die Karte anklicken. Dann sparst du dir dieses nochmal für die Rot und Weiß. Weiß ich? Ja, wahrscheinlich, wenn man das tat, ne? Also nur wenn du das tat. Aber hier, wir können eine Karte ziehen durch das. Oder wir können es zumindest probieren, ob es funktioniert. Das sehen wir ja, wenn es auf dem Stack liegt, ob wir die Karte spielen können. Aber jetzt kaufen wir erstmal einen Link Champion. Ne. Kann man nicht spielen. Zieh das Bild nach unten von dem, von dem Trigger. Ja, sehr gut. Meinst du, der hat irgendeinen Zorn-Effekt oder so? Oder sitzt er einfach auf 2-5er? Völlig Latte. Also. Wenn er Zorn-Effekt hat, ist das Enchantment weg. Und dann haben wir so einen 4-4 Haste. Ja, als Zorn wäre okay, aber... Übrigens, wenn du die Garrison zuerst tappst. Ja. Du wusstest es auch, dass es gleich kommt, so wie du die. Ist schon okay. Der ist ganz schön stark für so Sachen. Für. Oh ja, 1-7. Ist dein Gegner schon tot? Block den, 7-11. Ja. Riot Gear. End the match. Alright.